Im Zickzack durch den Dschungel. Ich kann gewinnen. Ich kann gewinnen. Er kann gewinnen. Er kann gewinnen. Es sei denn... Oh nein, ich bin verloren. Vicky will uns verschaukeln. Ich meine, verschaukeln. Das wollen wir mal sehen. Und jetzt die in der Schwerelosigkeit geübten Saltos. Seht euch Timmy an, eine 1400-Grad-Drehung mit Salto. Eins, zwei, drei und was kommt noch drei? Vier. Genau. Vor euch stehen die wahren Erfinder vom Timmy-Tanz. Augenblick, du Knirps. Wieso hast du den Trick geschafft und ich nicht? Weil Timmy klein und nett ist. Du bist groß und deine Boshaftigkeit wiegt schwer. Das bringt dich aus dem Gleichgewicht. Hahaha, echt tolle Erklärung. Los, verschwinde, zieh Leine. Oh nein, ich hab gewonnen. Ich bin jetzt Königin. König. Genau. Her mit der Krone. Oh, du willst diese Krone? Die kriegst du erst, wenn ein ekliger Kotzbrocken, der 12-Jährige vermöbelt, vom Himmel fällt und mich in Grund und Boden rammt. Oh! Hier, bitte. Dankeschön, Dankeschön. Und als die neue Königin vom Skatepark verfüge ich... Lasst uns Skateboard fahren! Timmy hat gesiegt, Vicky schmollt in einen Krater und die Kinder können endlich skaten. Ein wirklich guter Tag, findest du nicht? Ich will ein Hotdog. Wann ist denn Halbzeit? Du hast es geschafft! Du hast... Moment! Vicky gefrasht und damit den Park gerettet. Und das Beste ist, ich habe das ganz allein geschafft. Ich, der standfesteste Skater aller Zeiten. Boom. Und das Allerbeste ist, Timmy hat ein paar tolle Tricks gelernt. Nur der letzte war nicht so richtig toll.